Hab ich schon wieder Probleme. Nee, warte mal, ne, du warst auf gar keinen Fall Erster, das war gleichzeitig. Ich war auf jeden Fall als Erstes. Das war gleichzeitig. Ich war auf jeden Fall als Erstes. Nein! Könnt ihr euch angucken? Okay, starten wir. Spiel 9. Guess the Club oder Club. Matchballspiel. Hä? Was ist denn? Aufgeregt, Hobby? Ja. Ja, ziemlich. Ich auch ein bisschen. 10. Ihr seht Mannschaftsaufstellungen mit Nationalflaggen. Anhand dieser müsst ihr den gesuchten Verein erraten. Die Clubs, die wir suchen, stammen alle aus den Top 5 Ligen Europas. Nach 10 Sekunden wird automatisch als Tipp die Liga eingeblendet. Wenn ihr die Antwort wisst, buzzert ihr. Antwortet ihr richtig, erhaltet ihr den Punkt. Ratet ihr falsch, darf der andere mit Tipp noch antworten. Wer in 5 Runden die meisten Punkte holt, gewinnt. Bei Gleichstand noch eine Runde. Boah, das wird schwer. Alter, Hoffi. Hab ich schon wieder Probleme. Okay, starten wir. Ich weiß es. Boah, das war... Liverpool. Nee, warte mal, ne, du warst auf gar keinen Fall Erster, das war gleichzeitig. Ich war auf jeden Fall als Erstes. Das war gleichzeitig. Ich war auf jeden Fall als Erstes. Nein! Könnt ihr euch angucken? Ey, auf keinen Fall, guckst du dir an. Wenn zweites, nochmal. Hä? Das ist aber richtig. Ach so, das ist richtig. Ich war als Erstes. Nein, es war haargenau gleich. Nein! Deinen Ton hättest du doch vorher gehört. Ich hab's doch vorher gehört. Ja, ich hab meinen vorher gehört. Aber, Hoffi, ich hab meinen vorher gehört. Ich diskutiere da jetzt nicht drüber. War echt eng, hoffe ich, muss ich sagen. Aber es ja, war, doch, war schon eindeutig. Ja, war es dann schon, ja. War schon eindeutig. Statt brutal eindeutig. Ja. War schon Sehr eindeutig. Ja. War eindeutig. Nach Videobeweis eindeutig. Ne? Ja. Der Schiedsrichter nicht direkt gesehen. So. Atletico Madrid. Da war ich besser. Chelsea. Das ist VfL Wolfsburg. Kunkas Kehls im Tor, vorne Wout Weghorst. Oh, jetzt kommen die auf einmal mit sowas, Alter. Aber. Ja, man kann natürlich, das ist eine unterschiedliche Aufstellung. Ich habe zuerst gedacht, ja, Riedle Baku rechts hinten in Deutschland, aber da ist ein Schweizer. Ich habe die Deutschen gesehen, dann dachte ich, kann ja nur Chelsea sein, weil so viele da spielen. Oder ja, aber ich sag Wolfsburg. Ja, ist richtig. Ja. Ich mich auch schwer getan. Boah, mein Herz, ey. Hättest du ohne Bundesliga auch gewusst? Ja, ich hätte es irgendwann gemacht. Weil die Wolfsburger haben auch, die haben, Schweizer ist noch, ja, Memedi ist noch Schweizer. Richtig, ja. Der ist auf der 6, Schweiz. Schlager, ja, stimmt, Schlager. Ja, okay. Ah, und hinten der Franzose, lang. Oh, ja. Hm? Brooks, ja. Otavio. Im Nachhinein? Ach so. Nein, ich hätte es auch gewusst. Real Scheiße, Madrid. Wie schlecht. Ich hätte sollen buzzern. Hab mich nicht getraut. Yes! Ich hätte es auch gewusst. Ich hätte einfach schneller sein müssen. Ja. Beim ersten, oder warst du schneller? Beim zweiten auch schneller. Hab's nur falsch gesagt. Dann warst du nicht schneller. Ich jetzt also, dann warst du halt zu viel gezögert wieder. Gut, Glückwunsch. Danke, weiter, nächstes Spiel. Aufholjagd, stimmt. Machen wir den fünften auch noch kurz? Ja, mach mal. Machen wir den fünften kurz. Nein, gucken wir noch. Da können wir jetzt nochmal Wasser machen, dass was passiert. Was? Boah. AC Mailand. Zlatan Ibrahimovic. Oh ja, da hätte ich es auf jeden Fall.
Hakan Çalhanoğlu. Ich hab die ganze, bin die ganze Zeit schon Mannschaften durchgegangen, so Barca, Bayern und so, aber Dortmund auch, weißt du? Ja, ja, weiß ich, aber... Dachtest du, bei Barca und Bayern kommt deutscher Torwart? Ja, ich habe auch aber oft nicht auf den Torwart und Stürmer geachtet. Mhm. Gut. Gut. Verloren. Ich jage dich. Dann jag mich.